Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Pferde, Jockeys, Emotionen. Ja, und wir haben nach dem 10. Palio, den wir letzten Sonntag hatten, heute einen ganz speziellen Tag, und zwar den Schenner Day. Und ich begrüße herzlich den Direktor des Tourismusvereins Schenner, Stefan Kaserbacher. Hallo, herzlich willkommen. Willkommen. Ja, und wir werden uns ein bisschen unterhalten heute über den Schenner Day. Schauen wir uns mal diesen Tag etwas an. Stefan Pöstl, Präsident von Tourismusverein Schenner. Ist ein schönes Ereignis, schöner Tag hier im Förderen Platz Meran. Ja, wir danken Ihnen, dass wir die Möglichkeit haben, hier da zu sein, auch als TUV Schenner, nicht als Tourismusverein, Verband, auch für unsere Betriebe in Schenner, für unsere Wirte, für unsere Gäste. Nicht? Und ich glaube, man merkt es schon, es ist eine richtig gute Stimmung und wir freuen uns jetzt auf das Rennen, nicht heute. Viele, viele Gäste haben die Besichtigung gemacht, jetzt können Sie weiter. Ist ein Förderen Platz Meran ist eine, mit Schenner ist eine schöne Partnerschaft jetzt geworden. Ja, auf jeden Fall ist es eine sehr gute Synergie. Und ich denke, es ist, wir können es noch mehr ausbauen, noch mehr anbieten. Und wir haben sehr viele Stammgäste Schenner, die schon über Jahrzehnte kommen zu uns in unser schönes Dorf und den Förderen Platz noch gar nicht kennen. Und das war heute eine einmalige Gelegenheit, dass sie können auch mal den Förderen Platz besichtigen und heute mal ein Rennen auch mitzuerleben. Daniel Unterturner hier im Förderen Platz Meran. Heute ist Schenner Day, ist ein Erfolg, sicher. Ja, erstens schön hier zu sein bei so einem schönen Wetter heute. Auch wenn es sind viele Schenner Gäste hier und wir freuen uns einfach, dass wir dabei sein dürfen. Letztes Wochenende, Schenner hat gewonnen Burgreffenland Palio. Dieses heute ist die Schenner Day, ist eine schöne Partnerschaft mit, zwischen Förderen Platz Meran und dem Dorf Schenner. Ja, letzte Woche ist gut gelaufen, das erste Mal, glaube ich, auch für Schenner. Und natürlich freuen wir uns, dass wir hier auch dabei sein dürfen, heute beim ersten Schenner Day. Und wir hoffen auch, dass er das nächste Jahr... Ja, Stefan, heute dieser Schenner Day. Schenner hat diesen Tag zum ersten Mal gemacht nach Dorf Tirol, nach Algund. Aber heute, was uns gefreut hat, dass die Musikkapelle auch mit dabei war. Der Frau Bürgermeister ist gekommen und haben ein bisschen auch noch den Palio gefeiert. Stefan, wie hast du den heutigen Tag gesehen als Direktor des Tourismusvereins? Natürlich die vielen Hoteliere, die auch hier waren, Gäste. Erzähl uns ein bisschen über den heutigen Tag mit deinen Eindrücken. Das Schöne am heutigen Tag war für uns, dass man am Ende des Tages wirklich sehr viel zufriedene Gesichter gesehen hat. Das heißt, man hat einiges richtig gemacht auch. Und der Palio war eine Steilvorlage, also den Palio zu gewinnen und dann eine Woche später den Schenner Tag ausrichten zu können. Das kann man nicht planen und das war perfekt. Und das hat uns gefreut, dass heute wirklich dann so gut abgelaufen ist, so viele spannende Läufe gewesen sind, aber auch, dass man dass die Musikkapelle Schenner dabei war und danke von meiner Seite. Also es ist auch nicht so selbstverständlich, dass da 40 Musikanten am Sonntagnachmittag in Mondur ausrücken, um das zu einem Erlebnis zu machen. Deswegen waren wir froh, dass uns das gelungen ist. Und ich glaube, das war eine Aufwertung. Es war ein, für die Gäste auch sehr, sehr interessant. Und was mich sehr, sehr gefreut hat, ist auch, dass ganz viele Einheimische dabei waren. Es waren nicht nur eben Gäste dabei, sondern es war uns auch wichtig, dass Einheimische dabei sein. Und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Ja, es waren eben, wie du gesagt hast, Stefan, Hoteliere aus Schenner, aber auch so Schenner-Bürger dabei, die den Tag sich mal angeschaut haben. Und vor allem hat es uns gefreut, wie du gesagt hast, dass die Musikkapelle dabei war und hier einen schönen Nachmittag hatten. Auch die Gäste waren sehr viele bei der Führung schon dabei. Aber wir schauen uns jetzt das Rennen mal an, und zwar das 5. Rennenpreis Hohenwart der Familie Meier. Und schauen uns dieses Rennen, ein Flachrennen, mal an. Ja, wir haben hier Herr Schwager Albert, das ist der Besitzer von Scapato. Und heute hier in Meran das Rennen natürlich anzuschauen. Scapato, ein schöner Sieg mit Claudia Wendel. Ein Sieg, der einen Monat früher war auch ein Sieg hier mit Scapato. Sie sind der Besitzer. Wie haben Sie das Rennen gesehen?
Also ich habe extra gesagt, nach dem ersten Sieg, jetzt gibt er eine Pause und dann kommen wir gestärkt aus der Pause zurück. Wir hatten nur einen Gegner und das ist Nordseestar. Und Claudia Wendel hat das hervorragend umgesetzt. Und darum haben wir gewonnen. Ja. Und das Rennen, es war halt ein einfach bestes Rennen, ein taktisches Rennen, oder? Aber Scappato kann das. Er kann auch plötzlich antreten, wenn es so langsam ist, oder? Ja. Ja, genau das haben wir heute gesehen. Herzliche Gratulation Ihnen und weiterhin viel Glück mit Scappato. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, wir haben uns dieses Flachrennen einmal angeschaut. Auch du hast dir es angeschaut, Stefan, dieses Pferd Scappato, das mit Claudia Wendel den Sieg gemacht hat. Schweiger Albert ist der Besitzer und der Herr Langmeier der Trainer. Und vor einem deutschen Pferd, du hast dir dieses Rennen auch angeschaut? Ich hatte das Glück, dass ich mir alle Rennen anschauen habe können und bin sehr begeistert. Ich war auch vom 5. drauf sehr begeistert und muss sagen, ich werde öfters Rennen schauen kommen. Ja, sehr schön. Freuen wir uns. Und jetzt schauen wir uns einmal auch das 6. Rennen an, ein ganz hochwertiges Rennen, Memorial Massimo Caini, ein Gruppe 3 Rennen. Und schauen wir mal, wie es gelaufen ist. Ja, Sepp, ein Vorbereitungsrennen natürlich für den großen Preis. Heute ein Sieg mit Gangster de Côte, mit Cratocquil. Ein sehr schönes Rennen, aber wir haben gesehen, dass Balisco auf der Zielgeraden noch einmal gefährlich hätte werden können. Wie hast du das Rennen gesehen? Ja, Gangster de Côte hat ein schönes Rennen gemacht, gute Arbeit gemacht und hat halt einige Fehler gemacht und deswegen hat sie mir beim Haar den Kopf gekostet, den Kragen gekostet, aber dann hat eine gute Arbeit gemacht und in 3 Wochen schauen wir, wie die Welt aussieht. Genau, also alles Gute für die Vorbereitungsrennen. Auch jetzt haben wir wieder ein Rennen, das als Vorbereitungsrennen für den 84. Großen Preis Meran ist. Auch da werden wir schauen, wie es geht. Jedenfalls alles Gute dir und wir sehen uns beim Großen Preis natürlich mit deinen sehr, sehr gut trainierten und gut ausgebildeten Pferden und wünschen dir dann alles Gute. Jawohl, danke schön. Gell? Wir haben uns dieses Gruppe 3-Rennen jetzt angeschaut mit dem würdigen Sieger Gangster des Courts mit Cratocquil im Sattel, der Eichner Sepp natürlich, unser großer Rennstall hier in Südtirol, Vania Peppi, der Trainer. Und es war ein sehr, sehr schönes Rennen, aber er hat Achtung, wir haben beim Zieleinlauf gesehen, dieser Balinsko hat ihm das Rennen oder den Sieg sehr, sehr schwer gemacht. Du hast das auch angeschaut, Stefan. Es war ein sehr knappes Rennen, ist auch für mich als Laien sehr spannend. Und ja, ich denke am Ende dann ein verdienter Sieg, aber es war sehr knapp. Ja, dann ein hochwertiges Rennen auch. Das sind die Vorbereitungsrennen für den 84. Großen Preis, der in 3 Wochen dann stattfinden wird. Und ich sage einmal Dankeschön, dass du zu mir gekommen bist heute. Gerne. Kannst noch einige Worte zum Shenna Day sagen? Also für uns war der Shenna Day ein großer Erfolg. Also die Leute waren wirklich glücklich, zufrieden. Unsere Gäste, aber auch die Einheimischen. Ich glaube auch, das in Kombination mit dem Balio hat super gepasst. Und ich glaube, die Frau Bürgermeister wird den Balio das ganze Jahr ein bisschen genießen können. Es war heute ja auch schon da, hat es nochmal genossen und wird sicherlich einen würdigen Ort auch für die Standarde finden. Und wir freuen uns dann wieder auf das nächste, wo wir wieder dabei sein werden. Ja, das heißt, dass es auch einen nächsten Shenna Day geben wird. Wir sagen ein Dankeschön für heute den Zuschauerinnen und Zuschauern. Der nächste Renntag ist der 10. September. Und dann dauert es nur noch 2 Wochen bis zum 84. Großen Preis. Schönen Abend Ihnen, bis zum nächsten Mal. Martone. Abbigliamento ed accessori per uomo e donna. Amerano.